ist die Tür zu, dann ist sie zu. Oder? Anscheinend. Hast du nicht aufgepasst im Heidelberger Zoo? Die Hühner bei denen haben Xylophon im Stall hängen. Weil die Hühner gerne Musik machen. Die mögen sowas. Wir können auch einfach da ein Schild noch hängen. Nur vorwärts einparken. Rückwärts. Zum neuen Video, zum Vlog 91. Wir haben Samstag. Natürlich, wie soll es anders sein? Ich habe es euch im letzten Video gesagt, wir müssen fertig werden. Deswegen geht es heute weiter im Hühnerstall. Ich habe mal schön die Pläne aktualisiert. Das Ganze aufgeteilt. Ihr kennt es ja aus dem Video, wo ich euch erklärt habe, was man beachten muss. Ich kann euch das Video nochmal oben verlinken. Hier hängt noch meine Unterkonstruktion. Die kann man wegnehmen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder kann ich noch einen Kleber? Dafür ist momentan nicht warm genug. Ja, da müssen wir jetzt durch. Kriegen wir aber hin. Ich würde sagen, wir fangen an. Was ich machen möchte heute auf jeden Fall ist das Brett und das Kotbrett. Dann Sitzstange. Müssen wir mal gucken, ob wir die heute noch anfangen. Aber so in etwa wäre jetzt mal der Plan fürs Erste. Und dann machen wir schon aus in der Klappe weiter. Weil da habe ich auch schon was erledigt heute. Nur damit ihr mal seht, was wir heute schon geschafft haben. Das habe ich auch ohne Kamera gemacht. Klappe getan. Naja, wir haben hier unseren Linear-Aktator dran geschraubt. Hier gleich fertig angeschlossen, geht hier in die Dose rein, ist verklemmt mit dem Kabel. Das Kabel haben wir hier durchgezogen, geht hier rum und es geht dann später hier vor in die Technikabteilung. Die kommt noch dran. An für sich nichts anderes wie Motor, hier oben mit Getriebe. Übersetzt auf eine Gewindestange und die Gewindestange zieht quasi jetzt den Teil nach innen oder nach außen. Das macht meine Klappe auch Vorteil an der Variante ist, wenn ich hier eine Schnur drin habe, kann ich die einfach hochschieben. Ne? Da ich hier jetzt ein festes Gestänge habe mit dem Gewinde, das kriegt mir kein Fuchs, Marder, sonst was hoch. Also sprich, ist die Tür zu, dann ist sie zu. Deswegen haben wir dann den Linearmotor reingebaut. Das ist ein ganz großer Vorteil. Das nächste ist, der hat interne Endschalter, sprich ich kann den nicht überfahren. Das heißt, ich kann dem sagen, du so und so lang fährst du zur Übersteuerung und dann fährt er zu, schaltet unter ab und es ist okay. Und ich muss dann nicht anfangen mit Endschalter rum, hantiere und Positionserkennung und überhaupt und es funktioniert einfach. So. Den verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch mal angucken, wer einen braucht, kann sich das gerne mal angucken. Das ist übrigens jetzt auch eine 350er. Das ist ein 350er, also der macht 35 cm, 350 mm. Einfach weil das auch die Klappe kann. Dadurch, dass er ohne übersteht, fährt er oben nicht, lässt er ungefähr so viel zu, aber das ist okay. Ich meine, das reicht ja übrig, dass er die Hühner rein raus können. Nicht aufgeräumt, ich habe umgeräumt, ein kleiner Unterschied. Ein paar andere Sachen vorhin angezeichnet. Da ich hier von Natur aus faul bin, habe ich beschlossen, ich lasse die Winkel hier drin. Ich lasse die Winkel hier drin. Und. Ich habe da mal was vorbereitet, ne? Tja. Ja. Weil das jetzt hier vorne wahrscheinlich mit dem Durchhänger, weil es so 12 ist, habe ich nochmal was vorbereitet. Und zwar werden wir hier einfach Dachlatte nehmen. Habe hier eh immer was da. Wir haben die quasi hier einfach nur mal so drunter schrauben. Nicht ganz voll, so ungefähr. Und dann sollte das hier sich wieder durchbiegen. Die Schrauben auch von außen nochmal fest, also von der Außenwand nochmal rein, dass die auch nicht nach unten kann. Und dann sollte das hier wirklich dupfe fest sein. So, ich würde sagen, ich schraube das mal, stelle euch mal vielleicht unten drunter, dass ihr ein bisschen zugucken könnt, wie man das zum Beispiel das Brettel festschraube.
Und dann holen wir wieder dazu. Auch hier, das wackelt fast gar nicht mehr. Wenn wir jetzt noch das hier, ich kann gerade nicht sehen, wenn wir jetzt quasi noch das hier festschraube und auf der anderen Seite festschraube, das quasi von außen noch Halt gibt, ich glaube, dann hält das soweit mal alles fix, was es soll. So, das machen wir jetzt noch schön. Das schraube ich schön fest. Dann schauen wir mal, wie es hält. Ich habe das Ganze jetzt zusammengeschraubt. Ich bin hier übrigens. Ich behaupte mal, da könnte ich sogar drauf sitzen, es wird nichts passieren. Deswegen lassen wir es jetzt einfach so, wie es ist. Man hat irgendwann, glaube ich, noch ein paar PVC drauf, dass es einfach hier sauber durchläuft. Da hat dann nichts passiert, dass es geschützt ist. Und dann ist es so in Ordnung, finde ich. So. Wenn wir das haben, könnte man eigentlich vorerst mal an der Sitzstange weitermachen, also Kotbrett, Sitzstange, die Fraktion, andere Seite quasi genau hinter euch jetzt. Wird es dann quasi weitergehen, das ist wichtig. Also nochmal ganz kurz, das Brett hier brauche ich quasi, weil es mir quasi eine zweite Ebene ermöglicht. Zum einen nutze ich das hier quasi für einen schönen Eingang ins Legenest und raus und überhaupt. Und zum anderen halt möchte ich hier, also drehe ich mal kurz rum, so. Also, das ist ja folgendermaßen. Und zwar darf ich ja pro Quadratmeter Fläche nur so und so viel, eine gewisse Anzahl an Hühner reinlassen. So, und jetzt ist es aber so, ich kann eine zweite Ebene aufmachen. Und zwar gibt es da Vorgaben, wie hoch, also wie weit die auseinander sein müssen, Lichte, Höhe und so. Und wenn ich das einhalte, dann zählt quasi die Fläche hier wieder zur Grundfläche dazu. Und die Fläche hier reicht für, ich glaube, für 6 Hühner. Wenn ich es richtig weiß, müsste es nochmal nachrechnen, aber so in etwa kommt es hin. 5 Hühner, so irgendwie auf jeden Fall. Ich möchte ja hier auf eine Zielbesetzung von 36 und deswegen brauche ich das Stück hier noch, damit ich hier 36 Hühner reinbringe. Das klingt viel, aber ich sag mal so, da ich das ganze Jahr hier drin sein soll und der halt jetzt nicht so gut gedämmt ist, die müssen das Ding halt heizen, ja? Und je mehr Hühner ich reinhole, desto wärmer wird es hier drin halt. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wenn es zu viel ist, ja, dann such mal für 2-3 Hühner ein anderes Plätzle. Aber wir probieren es jetzt mit 36. Ich habe es mal ausgerechnet. So richtig große Hühnerställe, die sind noch enger besetzt. Also von der Grundfläche her, da wird halt mehr mit Zwischenböden geschafft. Von daher denke ich mal, sind wir hier echt ganz gut dabei. Frage ich halt nur, wie ist es im Winter, wenn wir hier so Pseudodämme, sage ich jetzt mal. Naja, ich würde sagen,
Ich mach das hier mal voll stark. Ja, fertig sind wir nicht soweit. PVC machen wir da halt nicht mehr drauf. Kann eh nicht kleben, könnte nur schneiden, da habe ich jetzt auch keine Lust dazu. Machen wir lieber, da beweisen wir mal in den Inhalten soweit fertig sind, dass wir hier nämlich mal das Ende erstmal außen dann schaffen können. Außen kann ich auch zur Not noch machen, wenn die Hühner hier drin sind. Aber wie gesagt, der Termin rückt näher und deswegen wäre mir es wichtig, dass wir hier langsam fertig werden. Klappe. Das heißt, ich muss hier irgendwo Scharnier setzen, das heißt, ich muss irgendwo einen Ball setzen, damit ich mir Scharnier noch schrauben kann. Damit es dann vernünftig hält. Ne? Das heißt, am gescheitsten wäre es jetzt mit einem gewissen Geschwindigkeit, was haben wir gesagt, wir setzen unter die Latte, setzen wir das Scharnier. 30, machen wir 20 draus, 15. Das heißt, vom Prinzip her, ja genau, reißt doch raus, Kerle. 15, 5, das sind 20, dann da nehmen wir 10, sind 30, 35, 35, schon hätte. 35 minus 12. 23? Ja. Absäge können wir immer noch. Also brauche ich ohne auf dem Dämpfen 23. Dankeschön. Joppa! Das ist genau eine Säge 23. Den zieht jetzt noch außen und von da in den Winkel rein, der spitze ist. Dann zieht es mir um, dann sitzt er ziemlich genau auf 90. Muss ich dir mal die linke Uhr geben? 36,5. 36,5. 6 und 6. Ja, mir sagt 36,5. So, 1,36 Meter. Warte. Jetzt kommt es gleich durch den nächsten. Dazwischen. Jo. Bitte mehr, oder? Mhm. 8,5.
So, jetzt pass auf. Was war der 1,36? 1,36,5. 1,36,5. Das heißt, 6 cm drauf, 1,42. 5. Mhm. Ich habe einen Meter. Okay. Ich habe mir einen Bleistift hier. Okay. So, jetzt sitzt der Spieler quasi hier drin. Auf den Abstand. Mhm. Ach so, scheiße, es geht gar nicht, musst du mir so setzen. Weil ich denn so schwer nicht klappen kann. Aber ja, Moment, wenn du nicht klappen kannst, braucht der Abstand. Musst du doch frei zwischen euch sitzen. Ja. So. Stellt sich dann später quasi mit dem Brett, was da drauf liegt, ne? Ja. Ich brauch keinen Meter. Achso, stimmt. Ich hab doch einen Meter. So, dann geh ich schön Winkel anholen. 36. POF 1200 1400. Ja. Den brauchen wir. Und Kabeltrommel hier. Phase, wegen Klappe später, dann passt es nämlich, ne?
gar nicht mal so schlecht, ne? So ein Teil. Ja. Die war auch teuer. War das vor? Jetzt müssen wir die Scharniere eigentlich wirklich ausrichten, ne? Ja, wenn die nicht winklig sind, so schräg drin sind, dann klappen die ja nicht richtig. Ja. So, machen wir es mit Trick 17. Dann schraube das hier fest. Vor allem, wenn ich es tiefer mache, kann Schraube und wieder überstehen. Übersetzen, dass es nicht noch mehr streift, ne? Weil da habe ich jetzt Luft dazwischen, die Wand wäre nicht ganz grad. Siehst du, da bist du. Ja. So. Dann nehmen wir jetzt theoretisch gleich noch die Fußmaß setzen, ne? Ja. Achso, schon jemand hier drüber was hatte. Sonst funktioniert das Patent, ne? Willst du es nicht erst da drüber machen? Willst du es dann nicht einfach machen? Scheiße. Ich hab nur so große Strahlen. Ja, und 3 und da gehabt. Ja, das sind 4er. Ja. Soll ich die holen gehen? Ja. Weil, ist dann das eine Päckchen, wo falsch beschriftet war? Mhm. Die sind noch fetter. Okay. Das sind 4 drin. Das sind 4. Weil drin könnte wirklich noch blöd sein. Was brauchst du? Und auf dem Kreuzbett. Mit dem da. Na, die Moschee. Mal. Die sind groß. Passen doch nicht rein, oder? Komm, jetzt haben wir viel Gewalt, geht alles. Nicht gerade. Ach, scheiß drauf. Wer sieht denn das da mal? So. Kannst du mal sagen? So? Position ist schon mehr oder weniger scheiße. Ja. Wir sind noch ein bisschen weiter runter, weil da die Kante. Hm, kann man ja. Okay. Das ist jetzt irgendwie nicht runterklappt. Ja, aber das ist jetzt nicht so wild. Ne? Soll ich auf der anderen Seite auch noch machen? Ja, ja. Das ist ja Schlagseite. Ja. Wie ist das zweite Position hier? Bitte? Das ist zweite Position. Neben deinem Knie. Kabel. Das ist nur. Das ist nur vor allem. Ja.
Was fällt dann mal ab, das Leben nicht machen sollen, weil das große Loch so. Können wir morgen weitermachen? Wenn du mal Zeit hast. Das Problem ist halt beim Legen nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich das hin mache. Wahrscheinlich wird es, dass die Rückwand hier nicht gedämmt wird. Weißt du? Ja. Dann kann man die. Eigentlich muss erst den Boden rein und Dach oben wird aber gedämmt. Mhm. Das wird innen quasi da eine drauf, eine USB-Platte, dann Dämmung, dann eine oben drauf und eine Dachpappe drauf. Wir machen für heute Feierabend, mal gucken, vielleicht geht es morgen weiter und dann. Schauen wir mal, mit was. Noch keinen Plan. Ja, neuer Tag, neuer Akku, neues Glück. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Chefin ist schon fleißig am Säge. Ich habe ja auch schon ein wenig weitergemacht. Und zwar habe ich hier die Strebe reingezogen zum Beispiel. Das ist ja hier später das Kotbrett. Da habe ich nochmal Stütze rein. Also drei Stück, um genau zu sein. Wenn man es gerade eh schon davon habe, nur mal so am Rande. Wenn man Holz im Baumarkt kauft, kann man sowas hier kriegen. Kann man haben, muss man aber nicht. Naja, also ich habe auch übrigens auch schon hier hinten die Auflage, also ein Teil von der Auflage für die Sitzstange angebracht. Das wird so ungefähr wird's werden. So, jetzt mal wie gesagt hier die zwei Bretter, einmal das hin, also einmal das hintere Brett hier hinten und dann das vordere. Hier ein Spalt, damit es halt klappen kann. Das habe ich mir jetzt gerade so mit den Musterbrettern hier ausgemessen. Und dann wird es, denke ich mal, soweit ganz gut werden. Die machen wir jetzt schon, die Sägechefin gerade nebenher. Ich habe gedacht, ich hole euch mal schon ab. Ich würde sagen, ich stelle die Kamera wieder neben neu. Ihr guckt einfach zu, wir machen einen Zeitraffer draus. Wenn es spannend wird, holen wir euch raus aus dem Zeitraffer. Und ja, wir müssen ja auch mal weiterkommen, ne? Dass man fertig wäre, weil, wie gesagt, Ende den Monat. Wobei, ob es genau Ende wird, wissen wir noch gar nicht. Es könnte vielleicht auch schon so um die 20. rum. Mal gucken, wir wissen es nicht, wie gesagt. Überraschung pur. Ne? Ja. Wahrscheinlich gehen heute auch die letzte USB-Platte drauf, die ich geholt habe. Also sprich fürs Legen, ich muss dann nochmal USB-Platte holen. Ich brauche aber auch noch Acryl zum Ausfugen. Ja, also das Geschäft geht nicht aus. Es wird noch sportlich genug, die nächste eineinhalb, zwei Wochen. Also eigentlich wäre ich gerne Ende nächster Woche fertig. Das kommt aber auch drauf an, wie es vom Geschäft her läuft, wie viel ich schaffen muss. Und wenn da nicht viel kommt. Weil eigentlich habe ich Bereitschaft, also zum Beispiel mal Hotline, Bereitschaft und dann kann es sein, dass man nicht viel schaffen müsse und dann könnte es hier vielleicht sogar was wäre. Dass ich hier viel draus schaffen kann, dann könnte man nächste Woche sogar fertig wäre.
Fräst gerade so einen Hauch weg. So, das wäre das. Ne? Ja. Du musst mir jetzt theoretisch draufsetzen können. Ja, warte. Willst du euch gerade? Ich kann gerade nochmal anfangen. Ja. Nochmal das Heben. Ich kann doch schon mit dem Vater drauf schlafen. Zwar ein bisschen kurz, aber ich meine, es wird, ob es meine Wohnung gibt. Vielleicht sein, ja, oder? Guck mal, kann er das in der Küche reinsetzen? Küche. Ja, der braucht ein bisschen Kaffeemaschine. Ja, irgendwas zum Wasserwarm machen oder so, ne? Kaffeemaschine. Machst halt keinen Boden, ne? Das schmeckt doch dann aber trotzdem nach Kaffee. Das bestellt bei dir nicht. Ja. Tja. Mache ich einfach ein Schild noch an die Oberstange, nur in diese Richtung schauen. Für Tina. Ah. Nicht gut? Einfach doch anders. Wir brauchen noch ein Dings, Xylophon. Für was? Ja, für die Hühner. Was brauchen die Xylophon? Hast du nicht aufgepasst im Heidelberger Zoo? Naja. Die Hühner bei denen haben Xylophon im Stall hängen. Weil die Hühner gerne Musik machen. Die mögen sowas. Wir können auch einfach da ein Schild noch hängen, nur vorwärts einparken. Rückwärts. So wie in der Tiefgarage. Aha. Nur vorwärts einparken, machen wir da Schild und nur rückwärts einparken. Na gut? Ja. Ich find's top. Jetzt das ist brauchen... ein Laminiergerät, oder? Ja, aber nein. Dann kriegen wir es ja. Ich glaube, das hebt. Weißt du warum? Zeig das dann wieder doppelt. Bauen wir schon meinen Fräser raus und meine Absaugung wieder neu, ne? Wichtig, immer vorher Stecker rausmachen.
So, das war's für dieses Video. Ich stehe hier gerade an meinem Legenest und zwar haben wir schon wieder nächste Woche, also kleiner Vorblick. Nächstes Video geht es unter anderem darum, dann machen wir weiter. Legenest, ihr seht, es tut sich langsam was. Wir müssen fertig werden. Wie gesagt, Termin steht. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ich will jetzt noch drüber weitermachen, aber ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen an der Stelle. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich am Samstag zu einem kurzen Video. Ich will auch noch nicht zu viel versprechen. Ich hoffe, ich schaffe es zeitlich momentan. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.